for so long. I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie man wirklich fantastische Food-Fotos macht zu Hause? Im heutigen Video zeige ich, wie auch du bei dir zu Hause fantastische Food-Fotos machen kannst, ohne viel Shishi. Das heißt, wir benutzen heute tatsächlich nur Gegenstände, die du höchstwahrscheinlich eh bei dir zu Hause hast. Jetzt lass uns direkt mal anfangen mit dem ersten Tipp zum Thema Food-Fotografie. Und falls du mich noch nicht kennst, stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Christina Kie. Ich bin Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Und heute teile ich mit dir tatsächlich auch mein Wissen zur Food-Fotografie. Denn ich koche und backe auch mega, mega gerne. Und ich dachte mir, bevor ich diese leckeren Cookies vernasche, setze ich sie noch ordentlich in Szene und teile mit dir natürlich auch das Rezept. Erst morgen, kleiner Teaser. Aber jetzt lass uns mal drüber reden, wie man wirklich solche Cookies richtig gut in Szene setzt. Wie habe ich die heutigen Food-Fotos gemacht? Das schauen wir uns jetzt an. Wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Wenn du das riechen könntest, absolut himmlisch. Wirklich, also ich muss ein bisschen Schokolade essen. Mm. Okay, wir fangen an. Mm. Lecker, lecker. Mein erster Tipp für fantastische Food-Fotos ist folgender. Schnappe dir deine Backbleche und benutze die als Hintergrund und als Untergrund für deine Food-Fotos. Weil Backbleche sind ja meistens schwarz und dadurch hast du schon mal einen fantastischen Kontrast zu deiner Köstlichkeit, die du in Szene setzen möchtest. Ich habe das ja bei dem Cookie-Shooting auch gemacht, dass ich mir einfach meine Backbleche geschnappt habe. Dann habe ich eins aufgestellt als Hintergrund und das war auch so ein bisschen rostig, so ein bisschen used. Das nutze ich tatsächlich auch jetzt nicht mehr aktuell, um etwas zu backen. Das ist einfach sehr, sehr ausrangiert, kann man sagen. Es ist einfach sehr alt. Aber für die Food-Fotografie eignet sich das nämlich fantastisch. Weil dadurch, dass es schon ein bisschen älter ist, sieht es so ein bisschen krustig aus, so ein bisschen mitgenommen. Und das ist eben für die Food-Fotografie fantastisch. Wie du ja auch bei den Fotos, die ich angefertigt habe, gesehen hast, ne? Und das zweite Backblech, was ich aktuell auch noch nutze, um mir beispielsweise auch frühmorgens eine Pizza zuzubereiten. No joke, so war es heute. Man muss ja gut in den Tag starten, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Christina Kie und ich habe jetzt einfach schon mal eine Pizza vernascht heute Morgen. Sachen gibt's aber auch. Das auf jeden Fall habe ich mir genommen und habe das direkt unter meine Cookies gemacht, beziehungsweise unter den schwarzen Teller, auf dem die Cookies gestapelt wurden. Und da hast du nämlich direkt auch nochmal ein weiterer Tipp bekommen. Achte natürlich auch bei deinem Geschirr, was du verwendest, darauf, dass es natürlich gut in die Szenerie passt. Und deswegen habe ich auch einen schwarzen Teller genommen, damit auch wirklich nichts zu sehr von den Cookies ablenkt. Und durch das, dass ich einen schwarzen Teller auch noch genommen habe, und du weißt ja, die Backbleche waren auch schwarz, kamen natürlich auch die Schokolade viel besser zur Geltung, die Nüsse und auch diese kleinen Kakaonips, die ich dann auch noch so ein bisschen verteilt habe, weil die kamen tatsächlich auch im Rezept vor. Kleiner Teaser, du bekommst natürlich auch das Rezept für die Cookies, allerdings nicht heute in diesem Video, sondern morgen, da geht nämlich dann das Rezept online. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr guter Tipp mit den Backblechen. Man muss da gar nicht so kompliziert denken. Du hast bei dir sicherlich zu Hause auch ein paar Backbleche und jetzt weißt du, wenn du mal coole Food-Fotos damit machen möchtest, dann schnappst du dir einfach und du musst dann nicht extra einen Hintergrund kaufen. Du hast es ja auch gesehen, ich habe die Backbleche auf so einen Hocker gestellt und das ist natürlich auch genial. Also du kannst ja auch einfach einen Stuhl schnappen oder eben so einen kleinen Hocker und dann stellst du eben da die Backbleche drauf, drapierst dein Essen, was du gebacken oder gekocht hast und setzt das dann entsprechend in Szene. Ein zweiter Tipp für sagenhafte Food-Fotos ist folgender. Schnappe dir einen Diffusor und sorge dafür, dass das Licht deutlich weicher ist. Also ich habe hier jetzt auch einen Diffusor. Das ist natürlich auch ein Reflektor, aber wenn wir das Ganze aufmachen, dann haben wir hier einen wunderschönen Diffusor, ne? Und den habe ich mir eben dann an einem Stativ fixiert und das harte Sonnenlicht deutlich weicher gestaltet. Und solltest du so ein Exemplar noch nicht haben, dann hol dir das unbedingt. Das lohnt sich nämlich nicht nur für die Food-Fotografie, sondern auch für die Porträtfotografie. Du kannst natürlich jetzt nicht nur essen,
dadurch in Szene setzen, beziehungsweise das Licht dafür sanfter gestalten, sondern auch Porträts oder auch Selfies, ne? Also das könnte ich mir jetzt auch hier zum Beispiel fixieren. Hätte ich jetzt hier mega krasses Sonnenlicht, dann ist es ganz gut, wenn man hier einfach so einen Diffusor sich schnappt und das Licht einfach so ein bisschen eindämmt, damit man jetzt nicht so krass harte Schatten hat. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls findest du unten in der Videobeschreibung so ein Exemplar verlinkt und früher oder später würde ich mir das definitiv holen, weil das ist super vielseitig. Du kannst das nämlich auch zum Beispiel als Hintergrund verwenden, gerade auch wenn man dann wieder die Folie drum macht. Dann hast du nämlich direkt auch einen silbernen Hintergrund oder einen goldenen Hintergrund. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Fotohilfsmittel und das kostet auch nicht viel. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du die verlinkt. Übrigens, je nachdem, wie du die Backbleche drehst, beziehungsweise das Backblech, was als Hintergrund fungiert, erhältst du einen anderen Bildlook. Je nachdem nämlich, wie das Licht auf das Backblech trifft, erscheint das Backblech anders. Und gerade, wenn du zum Beispiel an einem schönen blauen Tag fotografierst, kann es sein, dass sich nämlich dann der blaue Himmel, so war das bei mir auch, so ein bisschen im Backblech spiegelt, was natürlich fantastisch ist. In diesem Fall hat es nämlich einen wunderschönen Kontrast gebildet zu den sehr, sehr knackigen Cookies. Wie du weißt, ist es in der Fotografie sowieso sehr, sehr hilfreich und gut, wenn man hingeht und mit den Farben spielt. Was genau meine ich damit? Du hast ja gesehen, der Hintergrund war so ein bisschen bläulich und die Cookies sind ja eher warm gehalten, also in einem warmen Farbton. Gelblich-orangelich erscheinen die Cookies. Und das alleine bildet schon mal einen fantastischen Farbkontrast tatsächlich im Foto, was dann dafür sorgt, dass das ganze Foto in sich viel, viel stimmiger und spannender wirkt. Unbedingt drauf achten. Du siehst, das Setup für die heutigen Food-Fotos war gar nicht kompliziert. Wir haben einen Diffusor verwendet, um das Licht so ein bisschen abzumildern bzw. weicher zu gestalten. Dann haben wir das Ganze auch so gemacht, dass wir uns zwei Backbleche geschnappt haben. Die haben wir auf einem kleinen Hocker platziert. Die haben nämlich dann als Hintergrund und als Untergrund fungiert. Und dann haben wir die Cookies einfach nur noch in Szene gesetzt. Man sollte sich vorher schon Gedanken machen, wie man tatsächlich sein Essen in Szene setzen möchte. Ich habe mich dazu entschieden, mit einem kleinen Spitzenband zu arbeiten und habe das dann eben schwungvoll um die Cookies gebunden. Und das hat natürlich auch noch mal einiges ausgemacht, denn dadurch sieht das Ganze noch mal sehr, sehr viel schöner aus. Du findest unten in der Videobeschreibung auch eine ähnliche Spitzenborte sozusagen, wo du dann auch für deine Food-Fotos nehmen kannst. Du siehst, es ist tatsächlich gar nicht so schwierig, ansprechende Food-Fotos zu machen. Du brauchst auch gar nicht viel. Wichtig ist natürlich hier einfach auch das Styling. Ähnlich wie bei Porträts ist das nämlich auch wirklich ein Key-Element. Wenn du deine Mahlzeit, die du fotografieren möchtest, nicht ansprechend herrichtest, dann hilft dir auch das beste Setup nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, es ist hier wirklich ein Schlüsselelement, dass du auch hingehst und sogenanntes Food-Styling betreibst. Du hast ja gesehen auf den Cookie-Fotos, ich habe da auch dann noch mal so ein bisschen Schokolade verteilt, Kakaonips. Ich habe dann auch noch mal die Zutaten direkt aufgegriffen, die natürlich auch in den Cookies vorhanden sind. Auch die Haselnüsse findest du direkt auch in den Food-Fotos und das ist sehr, sehr wichtig. Also jetzt einfach nur die Cookies auf dem Teller zu platzieren und that's it. So läuft's nicht. Wir müssen da schon so ein bisschen auch Storytelling betreiben vielleicht und einfach auch, wie gesagt, das Essen richtig schön herrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier ist natürlich das Allerwichtigste das Licht. Also ohne das richtige Licht bringt dir selbst das beste Food-Styling auch nichts. Und das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich zu verinnerlichen, dass das Licht das Schlüsselelement schlechthin in der Fotografie ist. Deswegen deine heutige Aufgabe, beschäftige dich wirklich mal mit dem Thema Licht und mache doch auch mal ein Experiment mit einem Essen, was du gekocht hast. Oder natürlich kannst du auch gekaufte Cookies beispielsweise einfach nehmen und lichte die mal in hartem Sonnenlicht ab. Und dann schnappst du dir einen Diffusor. Wenn du keinen Diffusor hast, kannst du auch für den Notfall weißen Stoff nehmen und dann milderst du das Licht sozusagen mal ab und fotografierst dann. Und dann vergleichst du die zwei Fotos und entscheidest dich dafür, was dir besser gefällt. Ich habe das ja schon angekündigt und zwar bekommst du natürlich auch das Rezept für die Cookies. Das poste ich morgen hier auf YouTube. Deswegen lass gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Ich sage ganz ehrlich, die Cookies sind einfach übertrieben lecker. Also die Key-Cookies sind wirklich next level. Du wirst nie wieder Cookies kaufen wollen, weil du denkst dir,
Oh no, ich habe das Rezept für die Key Cookies schlechthin. Die sind super saftig, so schokoladig und die sehen richtig gut aus und eignen sich tatsächlich auch einfach mega gut so als selbstgemachtes Geschenk. Richtig, richtig cool, deswegen lass mir gerne ein Abo da und mach die Daumen nach oben, dann wird man dich loben, wenn dir das Video gefallen hat. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hast du bereits für Erfahrungen mit der Food-Fotografie? Findest du das Thema spannend? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich nämlich womöglich vielleicht noch weitere Food-Fotografie-Tipps mit dir teilen, wenn das Interesse sozusagen da ist. Auf jeden Fall finde ich es wirklich fantastisch, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wie gesagt, morgen kommt das Rezept online zu den fantastischen Cookies und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, so hoffe ich doch. Jetzt wünsche ich dir noch einen kitastischen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Christina Key, deine Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Heute wird nicht fotografiert, heute wird vernascht. Wen nehme ich? Ene, mene, mu. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Mm.